Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Leute, die mir jetzt schon ein bisschen länger hier auf YouTube folgen, werden wissen, dass ich vor irgendwie einem Jahr angefangen habe, ein Blockbandsägewerk selbst zu bauen. Also eine Maschine, die mobil ist, mit der ich aus Baumstämmen Brettern schneiden kann, wie so ein richtiges Sägenwerk halt eben. Und darüber gab es jetzt die letzten Monate gar keine Update-Videos und es gab eigentlich einen genauen Grund, warum das so war. Und da werde ich gleich kurz drauf eingehen und ich werde heute auch so ein paar Punkte, um genau zu sein, sind es 24 Punkte, die ich am Sägewerk noch abändern muss, damit das Ganze halt eben gut funktioniert. Ich werde jetzt einmal fix sagen und zeigen, warum es so lange gedauert hat und dann werden wir uns mal anschauen, mit was wir anfangen, mit dem Umbau oder mit der Verbesserung. Der erste und wichtigste Punkt. Ich habe da hinten den Anhänger jetzt fertig, ich habe auch TÜV, das hat jetzt alles am Schluss super funktioniert. Ich habe den Anhänger ja komplett umgebaut, das heißt, ich habe oben diesen ganzen Aufbau, die ganzen Seitenwände entfernt und habe das Bett nach vorne verlängert, damit wir halt eben mehr Auflagefläche für das Sägegatter haben. Und tatsächlich war es eine super, super simple Aufgabe, die so ein bisschen das Ganze gestoppt hat. Und zwar war das der E-Satz da unten, also die Bremslichter, die Kennzeichenbeleuchtung und so weiter und so fort. Und das konnte ich allein nicht machen, konnte in Anführungszeichen. Ich wollte es nicht allein machen, weil mein Vater weiß, wie das geht. Der hatte aber die ganze Zeit keine Zeit, um mir zu helfen. Deswegen hat sich das alles echt am Schluss viel zu lange leider noch hinausgezögert. Aber jetzt hat alles funktioniert. Ich habe TÜV. Super kulanter TÜV. Wir mussten auf dem TÜV mehrfach, also zum Beispiel das Kedernband war nicht dran unten, das haben wir noch auf dem TÜV dann schnell nachgeholt, da haben wir den Anhänger stehen gelassen. Wir waren, glaube ich, 4 Stunden auf dem TÜV, weil wir halt dann noch auf die Schnelle in verschiedene Baumärkte gefahren sind, die da halt eben dieses Kedernband hatten. Und dann gab es ein kleines Problem noch mit der Typennummer. Und zwar dachte ich, dass nur die Typennummer auf dem Typenschild eingeschlagen wäre, aber die ist noch am Chassis eingeschlagen und die haben wir am Anfang nicht gefunden. Ich werde das einmal fix zeigen. Ich will jetzt nicht alle Punkte aufzählen, an denen es gehapert hat, als wir beim TÜV waren. Also wie gesagt, wir haben direkt TÜV bekommen, nur mussten wir halt eben ein paar Erledigungen noch machen, als der Anhänger noch auf dem TÜV gestanden hat. Und genau, die Typennummer, die ist auf dem Chassis eingeschlagen und ich habe hier diesen Verlängerungsrahmen gebaut. Dieser hier, und der hat leider die Typennummer verdeckt. Ich dachte, wie gesagt, dass das hier ausreichen würde. Aber beim Umbau habe ich nicht gesehen, dass hier unten die Typennummer auch steht. Hier kann man sie so ein bisschen erahnen. Also nicht erahnen, man kann sie sehen. Wenn man in der Grube beim TÜV steht, sieht man sie einwandfrei. Das Video wird wahrscheinlich ein bisschen unstrukturiert. Ich werde dich bei ein paar Aufgaben mitnehmen, was ich machen werde. Und das ist zum Beispiel hier vorne den Rahmen wieder verbinden. Denn die Deichsel, das ist eine höhenverstellbare Deichsel, braucht hier ein bisschen mehr Platz. Deswegen muss ich hier den Rahmen ein bisschen umbauen vor meinem Sägewerk. Also an der Deichsel und so habe ich natürlich nicht rumgeschweißt oder rumgebohrt, weil dann kann man den nicht mehr benutzen, dann bekommt man gar keinen TÜV mehr. Nur so als wichtige Info für euch. Deichsel und Achse, da dürft ihr nichts dran machen oder bohren oder schweißen, habe ich natürlich auch nicht gemacht. Also jetzt wirklich, ne? Ich habe da wirklich nichts dran gemacht. Die Metallwerkstatt habe ich jetzt auch schon sehr lange nicht mehr benutzt, deswegen werde ich hier erst ein bisschen aufräumen. Die ganzen Absaugrohre und Schläuche werde ich ins Lager räumen. Die sind für die neue Absauganlage, dauert aber leider auch noch ein bisschen. Deswegen räume ich die erstmal rüber, dass ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Stützen einsetzen, check. Bettgestell vorne an Deichsel anpassen, check. Klitzekleines Problem. Ich will hier 4 Schrauben durch das Sägewerk in den Anhänger reinschrauben. Wenn ich das Ganze benutze, sind die Spanngurte nicht drauf. Deswegen will ich hier einfach 4 fixe Punkte, dass ich das Ganze auch fest habe, wenn keine Spanngurte dran sind. Für die Ladung gesichert ist es natürlich mit einem Spanngurt. Aber hier ist die Schraube von unten drin. Und ich müsste theoretisch alles hochheben, um die Schraube rauszunehmen. Hinten könnte ich noch easy peasy mit dem Hochhubwagen alles hochheben, aber vorne geht es nicht so gut, deswegen werde ich jetzt mal probieren, die Schraube unten einfach abzuschneiden. Alter, das Tor ist wieder so richtig Rumknauperei.
Haha, Sieg! Schraube Nummer 4. Zack. War überhaupt kein Problem, Manomede. Ausrichten auf Plateau. Das war bestimmt schon ausgerichtet. Sagen wir einfach mal, dass das Ausrichten auch das Montieren war. Also, check. Als nächstes kommt ein super wichtiger Schritt. Und zwar sind das die Rollen, die verhindern werden, dass das Ding rumkippt. Jetzt nicht erschrecken. Warum kippt er da nicht? Er ist noch ganz hinne jetzt. Hier seht ihr den Vorteil, dass hier so Stützen dran sind, denn jetzt ist das Sägewerk ganz hinten. Und wir haben halt eben hier jetzt quasi einen Stand. Ich kann, wenn ich das Teil als Sägewerk benutze, das Ganze als erstes ein bisschen nach vorne kippen. Dann kann ich die Füßen ein Loch weit nach unten stecken und dann steht das gesamte Sägewerk hier auf diesen vier Beinen. Das ist echt ganz praktisch. Als nächstes kann ich jetzt hier diese Teile wieder montieren. Die laufen hier mit diesem Kugellager auf dem Winkel hier. Also die drücken dann von unten leicht dagegen und dann kann das Ganze halt eben nicht rumkippen. Extrem wichtig, was die Sicherheit angeht. Angenommen, irgendwas würde jetzt passieren, eine Stütze würde abkacken oder man würde irgendwie im Baum sich festfahren, dann kann das schon mal nicht auf die Art und Weise halt eben rauskippen. Das ist jetzt auch noch so kippelig, weil das Ganze nur auf den Gummirädern steht und nicht auf den Stützen übrigens. Unterfahrrollen montieren. Check. Ich habe hier einen 13 PS Benzinmotor und da habe ich eine Riemenscheibe drauf. Weil wir aber beim letzten Mal immer den Motor auf Volllast laufen lassen mussten, damit das Ganze schnell genug dreht, werde ich da eine andere Riemenscheibe drauf bauen. Und das machen wir jetzt mal fix. Das sind immer so Sachen, die dauern dann echt länger als gedacht. So, jetzt probieren wir mal Trick 17, ob wir dazu hinbekommen. Na gut, da haben wir doch so einen Akrit. So, hoffentlich kriegen wir die jetzt auch genauso gut wieder drauf. Alter, wenn ich mich prelle, das ist der Riemen zu kurz. Oh, verdammte Scheiße. Warum ist denn der zu kurz? Ich kotze im Strahl, jetzt muss ich doch wieder alles auseinanderbauen. Gut, das ist drauf, ne? Es ist theoretisch drauf. Also, ich habe jetzt eine größere Riemenscheibe auf der Antriebsseite. Normalerweise war hier extra der Bandspanner bzw. der Riemenspanner. Der fällt jetzt weg, weil der Keilriemen ist tatsächlich eigentlich ziemlich perfekt lang, sodass ich jetzt hier ziemlich gut Spannung auf dem Riemen habe. Ich könnte jetzt natürlich auch einen größeren ranbauen, aber wenn der jetzt kaputt geht, dann werde ich das Ganze abändern. Denn hier ist es halt so, ist ein bisschen umständlich, aber normalerweise geht ja so ein Riemen nicht alle zwei Wochen kaputt. Da muss ich hier einmal die Welle lösen und dann kann ich den Riemen tauschen. Also jetzt haben wir den Punkt auch abgearbeitet. So, Riemenscheibe tauschen. Check. Als nächstes will ich mich mal so ein bisschen um die Transportsicherung kümmern. Es geht hierbei nicht um die Sicherung zwischen dem Sägewerk und dem Anhänger, sondern um das Gatter auf dem Bettgestell. Das bedeutet, ich werde da jetzt Diagonalen anbringen, damit das Ganze halt eben, falls ich zum Beispiel mal ein bisschen stärker bremsen muss, halt nach vorne nicht kippen kann. Wir haben jetzt schon ein paar Dinge, die das Ganze so ein bisschen sichern, aber hinten ist es ein einfaches, halt einfach noch Diagonalen reinzupacken, die das Ganze zusätzlich sichern. Und davor muss ich erstmal die Position vom Sägewerk auf dem Gatter bestimmen, damit halt eben die Stützlast nicht zu hoch ist, aber auch nicht zu wenig, damit man halt eben das ganze Auto nicht hinten hochhebt. Also hier auf dem Typenschild steht auch das Ganze. Wir haben hier eine Stützlast von 75 Kilo, also dürfen 75 Kilo da vorne auf der Deichsel nicht überschritten werden. Ich hebe das Ganze jetzt mal so leicht an und wenn ich es in etwa okay hochheben kann, ist das okay. Ja, also das soll es auf jeden Fall nicht mehr als 75 Kilo. Und auch auf jeden Fall nicht zu wenig. Das bedeutet, da wo das Sägewerk jetzt steht, steht es eigentlich ganz gut. Steht nämlich auch eigentlich relativ gut direkt auf der Achse. Nicht zu weit vorne und nicht zu weit hinten.
Da ihr seht, die Diagonalen sind jetzt drin und das Ganze ist auch werkzeuglos, damit man das Ganze auch wirklich möglichst einfach dran und abbekommt. Und das ist auf jeden Fall bombenstabil. Hier ist auch gerade mal so ein Beispiel, wie das Ganze so auf dem Anhänger aussieht, wenn man das mal so ein bisschen wackelt. Also rechts ist jetzt viel zu wenig Luft im Reifen drin. Deswegen, so sieht das schon ziemlich gut aus. Und nach vorne und nach hinten geht jetzt wirklich gar nichts mehr. Wo ist meine schöne Liste? Diagonalstreben. Stützlast wiegen, das schenke ich mir jetzt mal, das mache ich irgendwann mal, weil es ist nicht zu schwer und es ist definitiv nicht zu leicht, deswegen kann der Punkt jetzt auch erstmal weg. So, Blattschutzöffnung arretieren, das ist jetzt der nächste Schritt, um den wir uns kümmern müssen. Was ist bei einem Blockbandsägewerk extrem wichtig? Und zwar, dass das Sägeband optimal läuft und deswegen muss man auch eigentlich im Vorhinein super entspannt das Ganze einstellen können, weil man es sonst so ein bisschen halbherzig macht. Und da ist diese Sache hier ein bisschen blöd im Moment noch. Jetzt kann ich es euch besser zeigen. Nehmen wir einfach mal an, wir sind am Sägeplatz angekommen und ich muss das Band einstellen. Dann habe ich natürlich keine dritte Hand, um das Ding hier oben zu halten und deswegen brauche ich eine Arretierung, die hier diese Klappe oben hält. Und darum kümmern wir uns jetzt. Updates, Updates, Updates. Jetzt kann ich ganz entspannt hier die Klappe einfach öffnen und kann hier das Ganze einhängen, kann hier irgendwas am Sägeband rumfuhrwerken und wenn ich dann fertig bin, kann ich das hier einfach wieder aushängen. Dann habe ich hier auf der Seite noch eine Kette und habe hier einen Verbinder. Dann kann ich das einfach hier miteinander verbinden und dann ist das hier okay für die Fahrt. Also Blattschutzöffnung arretieren. Check. Ich habe im Hintergrund auch noch so einen Teil von der Elektronik verbaut. Da mache ich jetzt auch mal so ein halbes Check dran, denn die Verkabelung werde ich sowieso nicht mehr filmen. Und hier der E-Starter ist jetzt schon mal montiert. Ich muss nur noch einen Halter für die Batterie bauen. Also ist das ein halbes Check. Ich habe bei dem Motor hier ein bisschen mehr Kohle ausgegeben. Deswegen habe ich hier eine Ölbadkupplung. Das bedeutet, bei niedriger Drehzahl ist der Motor weiterhin an. Das Sägeband bleibt aber stehen, weil hier drin diese Ölbad bzw. Fliehkraftkupplung halt eben nicht greift. Und der Einfachheit halber habe ich hier einen E-Starter, dann kann ich das Ganze halt eben elektrisch starten, muss man hier nicht immer einen abzerren und um das Sägewerk rumgehen. Ist auf jeden Fall mega cool. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der auf der Agenda steht. Und zwar ist das hier an der Höhenverstellung eine Arretierung. Warum brauchen wir eine Arretierung? Ganz einfach, weil das hier viel zu leicht dimensioniert ist. Das ist nämlich ein Winkelgetriebe bzw. ein Schneckengetriebe und normalerweise ist so ein Teil selbsthemmend. Das liegt halt einfach daran, dass wir hier unten eine Schnecke haben. Das ist dann quasi wie so ein Gewindestab, wo dann oben drauf die Gewinde sind. Und wenn wir das drehen, machen wir ganz, ganz kleine Übersetzungen. Das bedeutet, ich drehe hier 15 Mal und dann haben wir hier eine Umdrehung. Irgendwie so in dem Dreh war es. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welche Übersetzung das hier hat. Merkt euch das? Ich drehe jetzt hier dran, lasse es los und es dreht sich zurück. Ich habe ja gerade gesagt, normalerweise geht das nicht, aber das zeigt auch wieder, dass hier viel zu viel Belastung eigentlich drauf ist. Deswegen mega angsteinflößend und deswegen kommt hier eine Arretierung drauf, denn ich werde das so lange benutzen und wahrscheinlich wird es einige Zeit lang super funktionieren, bis das hier halt wahrscheinlich irgendwann mal kaputt geht, dann fällt alles runter, dann werde ich was flicken und dann kommt das Richtige drauf, was ich jetzt noch nicht habe. Wir haben hier einmal dieses schöne Teil, da haben wir einfach ein Stück Grundmaterial, was ich aufgebohrt habe und vorne ein bisschen plan gedreht habe und dann haben wir hier diesen schönen Zapfen, da sind zwei Punkte drauf, dass ich diesen Zapfen aber nicht verliere. Das kann ich jetzt hier so reintüddeln. Beilagscheiben sind immer toll, deswegen kommt hier jetzt eine Beilagscheibe drauf. Kleinere Schraube wäre auch ganz nice. Ich liebe das. Fast so aus, als wenn ich sogar extra die passende Schraube für kaufe. Nee. Aber auch nur fast. So habe ich es mal tatsächlich vorgestellt. 4, zack, 1, 2, 3, 4, zack, cool. Arretierung, Winkelgetriebe, check. E-Satz plus Batterie, check. Hey, wir sind schon ganz schön weit, ne? Ich habe schon ganz schön viel durchgestrichen, das ist schon ganz schön cool. Seilführung oben ergänzen, Wasserführung. Wasserführung. Also in einem Blockbandsägewerk brauchen wir auch eine Kühlung.
Diese Kühlung ist relativ leicht umzusetzen und zwar kommt da einfach eine Wasserkühlung ran. Darum kümmere ich mich gleich, aber hier für euch so ein kleiner Funfact. Ich habe schon Amerikaner gesehen, die auch ein Blockbandsägewerk gebaut haben und die benutzen halt einfach Diesel als Kühlung, weil da ist ja das Gute, dass das im Winter nicht gefriert. Cool, oder? Also ich werde auch Diesel aufs Bandsägeband kippen, um es damit zu schmieren und zu kühlen. Welche Vorbereitungen habe ich denn hier schon getroffen? Also ich habe hier oben diesen ganz einfachen Bügel, da kann ich hier diesen Wasserkanister reinhängen. Heißt, ich könnte theoretisch das ganze Teil nehmen, könnte es auffüllen, könnte es ranhängen. Das werde ich aber nie machen, denn ich schraube dann einfach hier oben das Ganze auf und hole einen zweiten Behälter mit, damit ich das dann oben reinfüllen kann. Denn ich sag mal, 20 Kilo hier von schräg auf schief drauf zu hieven, ist immer ein bisschen blöd. Das bedeutet, den muss ich irgendwie noch festmachen und dann habe ich hier auch schon meinen Wasserschlauch. So, und hier diesen Wasserschlauch kann ich hier mit verbinden. Dann kann ich hier oben einfach so ein bisschen das Wasser regeln. Ja, da werde ich halt eben mal schauen, wie gut das Ganze in der Praxis funktioniert. Ja, das müssen wir jetzt irgendwie festmachen. So, einmal diese hyperduper professionelle Lösung. Es ist jetzt aber tatsächlich einigermaßen fest. Genau, dann läuft hier der Schlauch lang. Dann kann ich hier das Ganze halt eben öffnen. Hier läuft das Wasser lang. Tüdeli, tüdeli, tü. Hier läuft das Ganze lang und dann läuft es da unten direkt auf das Sägeband. Das wird natürlich unten drunter gedrückt. Das ist jetzt nur, weil es halt eben mal von der Führung runtergesprungen ist. Wo ist mein Zettel? Wo ist mein Zettel? Ich muss mich check machen. Wasserführung. Check. Super, super wichtiges Bauteil kommt jetzt und zwar das Band-Tracking, das Blade-Tracking, die Bandführung. Ich finde, das Tracking beschreibt es mit am besten und zwar ist das hier diese Schraube. Also wir haben hier hinten nämlich das Stellrad, da müssen wir halt eben das Ganze feinjustieren. Und ich öffne jetzt mal hier diese Mutter noch und dann seht ihr schon, dass sich das Ganze bewegt. Und je nachdem, wie wir das hier einstellen, wandert das Band halt eben rüber oder rüber. Ich glaube, das ist einleuchtend. Auf jeden Fall ist hier diese Schraube nicht lang genug. Deswegen muss ich die jetzt ausbauen und halt eben ein bisschen verlängern. Das machen wir jetzt. Okay, ich habe das Leben jetzt doch ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe hier einfach ein Stück Gewindestab, ein bisschen Flachstahl geschweißt und jetzt habe ich hier eine gute Einstellung. Da zwischendurch mal ein kleiner Testlauf. Das hat auch schon mal ganz gut funktioniert. Das Band ist nicht runtergesprungen und ich bin guter Dinge, dass ich bald wirklich im Wald was schneiden kann. Da ist ja ein Benzinmotor drauf und den muss man irgendwie so mit der Drehzahl, mit dem Gas halt eben so ein bisschen steuern. Ich zeige euch mal, wie das bis jetzt am Motor gelöst ist und so kann ich es natürlich nicht effizient benutzen, wenn ich das Sägewerk normal benutze. Hier seht ihr den Hebel. Damit kann man Gas geben. Der ist aber echt super billig. Den habe ich auch schon verbogen und deswegen habe ich hier einen Bautenzug. Von einer Arbeitsmaschine, die gibt es als Bausatz. Und da habe ich das Ganze jetzt einfach mal probehalber hier eingesetzt. Und das funktioniert tatsächlich. Also ich habe mir viel mehr Gedanken gemacht, wie es funktionieren könnte. Aber es ist wirklich super easy. Ich werde mir jetzt irgendeine Schelle bauen, die ich hier ranschrauben kann, damit das Ganze hier arretiert ist und halt eben funktioniert. Oh, wie schwer kannst du eine Schraube auf so ein scheiß Ding zu machen? Sag mal, was ist... Leck mich bei der Marsch, ey. So, dann probieren wir das Scheißding mal aus. Bisschen Gas. Ein bisschen starten. Das hat tatsächlich länger gedauert als gedacht. Aber es funktioniert jetzt erstmal, wie gut das Ganze im Einsatz funktioniert, werde ich dann halt eben im Einsatz ausprobieren. Also, Gasverstellung per Zug, check. Übrigens, Wassertankmontage, auch check. Zum nächsten Punkt. Als ich das Teil das erste Mal getestet habe, habe ich hier an der Seite irgendwo festgehalten, um alles zu schieben. Aus dem Grund habe ich mir einmal fix einen Griff gebraten, den ich jetzt hier festschrauben kann. Und dann habe ich einen richtigen Griff, an dem ich das Ganze auch schieben kann. Ich schraube mal fix fest.
Ich würde sagen, das funktioniert. Also würde ich sagen, Schiebegriff zum Einsetzen. Check. Auf zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Also, hier, das sind die Stammhalter. Die kann man nehmen, die verkeilen sich dann hier und dann kann man oben den Stamm festdrücken. Nur leider habe ich sie viel zu lange gemacht, denn nehmen wir einfach mal an, ich schneide einen Stamm, der ist 40 cm hoch. Dann schauen wir jetzt einfach mal, dann schaut der bis hierhin raus und dann könnte ich den hier in der Mitte festmachen. Und wenn ich zum Beispiel bei 20 cm bin, kann ich hier die Kurbel schon gar nicht mehr drehen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Hier, der Stammhalter ist viel zu lang. Diese Länge hier reicht auch vollkommen aus. Dann kann ich hier viel entspannter alles bedienen. Das heißt, jetzt baue ich das hier wieder raus, schneide das einmal durch und ich zeige dir auch mal, welches Schweißgerät ich heute benutze. Das macht nämlich viel, viel mehr Spaß. Gerade die ganzen Schweißarbeiten, seit das hier in der Werkstatt ist. Das Problem ist auch, so, jetzt lutschen wir die Schraube nochmal komplett aus. Das hier ist mein neues Schweißgerät und als ich das ausgepackt habe, war ich so verblüfft, wie klein dieses Teil ist. Wenn ihr euch mal anschaut, wie groß unten dieses Schweißgerät im Vergleich ist. Und für viele wird das ja wahrscheinlich auch den riesen Vorteil haben, dass ihr da nur 230 Volt braucht. Ich habe jetzt noch nicht die Einstellung so richtig raus, aber es funktioniert schon mal ganz gut. Und genau, ich werde jetzt mal hier so ein bisschen mehr Bums drauf drehen. N 20 Volt, Induktivität ein bisschen runter, ja. Falls euch das interessiert, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch das Teil. Weil bestimmt eh viele Fragen werden, das ist das MIG 200 ST IGBT. Ich muss jetzt darauf achten, dass das Ganze nicht verdreht ist. Deswegen lege ich es mal erstmal so flach auf den Tisch. Ja, und dann kann ich das erstmal punkten. Ich habe gerade mal so ein bisschen die Einstellung angepasst. Jetzt sieht die Schweißnaht hier auch ein bisschen besser aus. Ist zwar noch immer nicht richtig gut, aber schon mal besser. Und auch dieser Punkt ist jetzt abgehakt. Sind wir schon ganz schön weit heute gekommen. So, ich habe jetzt ein paar Aufgaben hinter der Kamera abgearbeitet. Also ihr könnt jetzt ungefähr noch so 3, 4 check, 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 check bei dem Check-Counter oder wie man es nennen, hinzuzählen. Und jetzt gehen wir mal nach vorne und stellen mit das Wichtigste ein. Ich habe jetzt das Bettgestell auf dem Anhänger ausgerichtet, so wie ich es halt eben auch später benutzen werde. Hier habe ich eine Diagonale, also ein Seil gespannt und die berühren sich ganz, ganz zart in der Mitte. Und jetzt können wir das Bandsägeband einstellen, denn hier ist die Bandführung ein bisschen anders wie als bei einer normalen Bandsäge. Die Bandführung bei so einem Blockbandsägewerk funktioniert so, dass man mit hier diesen beiden Kugellagern das Sägeband nach unten drückt und somit halt eben das untere Kugellager erübrigt wird. Und das werden wir jetzt einmal einstellen. Ist ein bisschen tricky, das einzustellen, weil halt alles selbst gebaut ist, aber das probiere ich jetzt mal. Als nächstes stelle ich mal hier die Bandführung ein. Ich bin jetzt hier bei 30, zu viel. So, jetzt bin ich hier bei 30. Genau bei 30 und das stelle ich hier halt jetzt eben auch ein. So. Jetzt bin ich immer gleich gespannt. Probieren geht über Studieren oder wie war das? Alter, jetzt bin ich immer gespannt. Jetzt bin ich immer gespannt. Wie Bolle. So Leute, ihr habt gesehen, das Sägewerk funktioniert, aber das hier ist natürlich noch kein aussagekräftiger Test. Deswegen abonniert doch gerne den Kanal, dann wird es bald ein Video geben, wo ich dann halt eben ganz, ganz viel schneide. Und genau, wenn du mich auf dem Weg begleiten willst, würde es mich halt freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Dann zeige ich dir bald nochmal das Sägewerk mit größeren Stämmen. Und hier findest du jetzt noch 2 weitere Videos. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.